Moin moin liebe Leute und herzlich willkommen zurück zu unserem Let's Play von Elex. Wir sind gerade so ein bisschen auf Erkundungstour und ja, gehen noch mal so in Ecken, die wir bisher noch nicht erkundet haben. Da finden wir immer noch mal allerlei nützliches Zeug und ja, wir versuchen natürlich auch Gegner zu eliminieren, damit wir noch mal an Erfahrungspunkten kommen. Hier die Kritter zum Beispiel, die bringen nicht so viel, aber wenn wir sie sehen, schalten wir sie trotzdem aus. Immerhin können wir sie ja nochmal plündern für etwas Beute, die wir dann hinterher verkaufen. So, und manchmal findet man ja auch in den entlegensten Orten noch ein paar nützliche Waffen oder Gegenstände, wie Elex-Tränke. Ja, deswegen schauen wir auch jetzt hier nochmal ein bisschen rum. Oh, du bist ziemlich nah dran. So, auf den kommen wir gleich nochmal zurück. Hier habe ich nämlich so ein paar Kisten gesehen. Reines Elex und eine Zigarettenpackung. Eine Höhle. Und eine Eisenader. Wieder ziemlich dunkel hier drin. Hier hat wohl mal jemand gewohnt. So, vielleicht machen wir aber auch mal eine Magnesiumfackel an. Kann ja nicht schaden. Ziemlich dunkel hier hinten, aber auch hier ist nichts mehr. Das heißt, wir können mal die obere Ebene erkunden. Ja, da geht es vielleicht sogar wieder raus. Okay, hier haben wir auf jeden Fall noch eine Truhe. Das war wohl nichts. Zu einfach. Spalter 3. Okay, hier kommt nur irgendwie Licht rein. Durch irgendeine Felsspalte. Ja, das war's. Mehr gibt's hier auch nicht zu entdecken. Gehen wir mal wieder zurück. Obwohl, den Hafen haben wir entdeckt. Hier oben könnten wir vielleicht noch mal hin. Das wäre noch mal ganz interessant. Scheint eine große Anlage zu sein. Tja. Ah, nehmen wir mit. So, wir gucken auch noch mal. Wir haben ein paar Attributspunkte, wieder 14 Stück. Ich glaube, Gerissenheit wollten wir noch mal auf 60 bringen. So, und zwei Lernpunkte haben wir noch. Die können wir dann auch nochmal investieren. Müssen wir mal gucken, in was. So, und irgendwie kommen wir da auch noch auf den Berg rauf. Vielleicht hier über den hinteren Weg. Gab es hier nicht so einen Weg nach oben? Nö. Schade. Gut, dann müssen wir außen rum. Hier sollten wir besser wachsam sein.
Da haben wir noch eine mächtige Heilpflanze. Ja. Ja, wir sind schon ziemlich weit vorangeschritten hier im Spiel. Allzu viele Folgen wird es, glaube ich, nicht mehr werden. Zumindest nicht, was die Erkundung angeht. Hauptsächlich werden wir uns dann in den nächsten Folgen vermutlich der Story widmen, um die weiter voranzubringen. So, da haben wir noch ein Kraut. So, kommen wir hier hoch. Müssen wir mal gucken. Wollen wir nicht ganz so weit rumlaufen. Sonst hätten wir vermutlich hier hinten hochgemusst. Obwohl, da könnten natürlich auch nochmal Ruinen sein, die wir erkunden können. So, wer bist du denn? Ein toter Berserker. Und noch einer. Ja, gehen wir sonst ruhig den ursprünglichen Weg hier nochmal entlang. Dass der uns noch getroffen hat, ne? Obwohl wir ausgewichen sind. So ein Hornwolf, auch nicht spektakulär. Schau dir dieses Monstrum an. Selbst unsere Weltenherzen schaffen es nicht, es komplett zu überwuchern. Ja, auch noch mal eine sehr alte Ruine hier. Alter Notizzettel. Schauen wir mal, was drin steht. Notiz an mich selbst. Nicht vergessen, morgen zum Geburtstag zu gratulieren. 17.06. Also 18.06. hat hier irgendjemand Geburtstag. So, 6-1. 1-6 vielleicht. Okay, dann brauchen wir da wirklich nochmal die 4 vielleicht. 1-7-4-6. Das war nichts. 1-7-0-6 dann. Geht doch. War eine 50-50 Chance. So, da hinten ist auch noch ein großer Zyklop. Ja, holen wir uns den mal. Sehr schön. Da war noch ein Wiesenkraut. Sehr viele Gegner hier in der Ecke. Okay, gehen wir mal ins erste große Gebäude hier rein. Platt!
komm mal her in unsere Richtung, dann brauchen wir da nicht so weit rein. Ach, du kommst auch noch hinterher. Kann man rechts sein. Und da ist auch noch einer. Ja, Mutanten über Mutanten. So, da geht's schon wieder raus zwischen die Gebäude. Wir wollen aber erstmal hier bleiben. So, haben wir hier alles entdeckt soweit? Mal gerne noch mal oben gucken. Könnte sein, dass da oben noch mal eine weitere Ebene ist. Achso, nee, sah nur so aus. Ist wahrscheinlich ein Grafikfehler gewesen. Hm, komisch. Okay, wir bleiben erstmal auf der Seite hier, würde ich sagen. Schauen uns hier außerhalb erstmal um. So, das Gebäude dort vorne hatten wir auch schon entdeckt. Hier gibt es sogar noch einen Teleporter. So, und hier werden Gegner angezeigt, aber es sind keine da. Das müssen früher friedliche Zeiten gewesen sein. West-Edan, Firmengelände. Vermutlich unter uns irgendwo. Über uns geht ja nicht. Da ist nämlich nichts mehr. Bereit machen. So, da kommt noch einer auf uns zu. Jetzt schon wieder schwierig. Da ziehen wir uns mal ein bisschen zurück. Gehen vielleicht erstmal hier in das Gebäude dann wieder rein. Also hier geht es wohl auch noch in den Untergrund. Haben wir schon richtig vermutet. Doch, da ist noch was. So, und ich höre auch hier weit entfernt schon wieder ein paar Asseln. Oder eine Ratte, wie auch immer. Irgendein kleines Viehzeug. So, wie sieht es oben aus? Hier können wir noch nach oben. Da ist eine Blutspur. Ich dachte, wir würden große Dinge vollbringen. Aber anstatt die Geheimnisse des Universums zu ergründen, beschäftigen wir uns mit realitätsfernen Zukunftsideen. Immer noch Brennstofftests, Simulationen zur Beständigkeit von Materialien bei hoher Strahlungsbelastung, synthetische Herstellung von Sauerstoff. Was soll das? Um Sonden ins All zu schießen, brauchen wir solchen Mist nicht. Wir versuchen da mal raufzukommen. Jo, hat geklappt. Da werden wir wohl nicht raufkommen. Das erscheint mir ein bisschen hoch. Aha, Metallschrott. Nehmen wir mit. Okay, jetzt sind wir im Nebengebäude und scheinbar ist hier doch noch irgendwas oben. Denn da ist eine Tür nach drin. Und auch hier aufs Dach können wir nochmal
rauf, aber wir gucken jetzt hier drin erstmal. Okay, da unten ist nichts mehr und hier scheint ein Gang rüber zu führen in das nächste Gebäude. Okay, vielleicht bleiben wir erstmal hier. Guck mal, da ist auch noch was. Einen starken Elex-Trank. Ob wir den noch brauchen, weiß ich gar nicht. Mittlerweile schon fast alles gelernt. Ja, weil wir schon hier oben sind, gehen wir auch auf die anderen Gebäude noch rauf. So, wenn wir da noch hochkommen, dann könnten wir vielleicht das auch auf den Turm schaffen drüben. Müssen wir mal austesten gleich, ob wir hier vielleicht von den Balken dort nach oben kommen. Von innen. Das kann natürlich auch klappen. So, da geht es noch mal ein Stück runter. Noch mal eine Runde schlafen, um die restliche Gesundheit aufzufüllen. Aber auch schon wieder nächsten Morgen jetzt. Dunkle Zeiten sind das. Okay, so, wir gucken mal, dass wir von da vielleicht nach oben kommen. Jo, das klappt. Sehr cool. Ich glaube, das sind auch so ziemlich die höchsten Gebäude. Selten was gesehen, was noch höher ist. So, jetzt ist nicht das Problem die Höhe, sondern die Weite. Klappt, sehr gut. Und von hier aus müssen wir dann auch nach ganz oben kommen. Oh, Duras, was machst du? Bist nochmal runtergefallen? Ja, dann bleib mal unten. Ich glaube, hier kommst du nicht wieder rauf. Ach Mann. Das war wohl nix. Ein Satz mit X, das war wohl nix. Ah, okay, bist du doch da. Alles klar. Ja, man könnte natürlich auch nochmal auf eine Satellitenschüssel landen. Aber wir warten jetzt, bis er voll ist. Und probieren das nochmal, das Ganze. So, aber hier scheint nicht mal was oben zu sein. Jetzt haben wir uns die Mühe gemacht, hier ganz nach oben zu kommen. Und jetzt ist hier nicht mal was. Okay, dann mal ab nach unten. Ich höre es, aber ich sehe nichts. Okay, wahrscheinlich irgendwo über uns.
Weltraumforschung? Ich verstehe den Sinn nicht. Erst die Welt unbewohnbar machen und dann verschwinden? Mal sehen, was sie noch im unteren Teil des Komplexes verstecken. Okay, es geht also auch noch weiter nach unten. Vielleicht gehen wir erstmal nach oben und säubern dort die Etagen. Ist auch ein bisschen heller hier oben, hoffentlich. Ach, wir sehen nichts. Das ist alles viel zu dunkel. Stasis-Dualhammer. Okay, gehen wir erstmal in die Richtung. Ist schon alles sehr dunkel. Der leitende Wissenschaftler muss verschwinden. Er hat das gesamte Projekt mit seiner Offenbarung gefährdet. Wir werden jetzt alle Bemühungen auf das Shuttle setzen. Okay, dann geht's auch nochmal weiter nach unten. Sehr verzwickt hier. Das ganze Gebäude. So, hier geht's nach draußen, okay. Ich hoffe, dass wir tatsächlich auch alle Ebenen erkunden und nicht irgendeine auslassen, weil es zu unübersichtlich ist. Okay, gucken wir hier erstmal. Fahrstuhl. Oh, wo bist du denn her? Der ist uns scheinbar irgendwie gefolgt. Von wo auch immer. Soll mir recht sein? Da ist noch einer. Hier werden Helden geboren. So, das war's, glaube ich, erstmal. Ja, hier haben sich die Tierchen wohl breit gemacht. Kann man auch ganz gut an den ganzen Pflanzen hier. Flugblätter kennen wir schon alle. So, da geht es nochmal nach oben. Okay, das ist aber zu. Hier können wir nochmal hoch. Ich glaube nicht, dass es hier jetzt noch irgendwas gibt. Bis auf eine weitere Etage. So, hier haben wir schon wieder ein weiteres Treppenhaus. Okay, gehen wir doch hier mal rein. Ein Hammer. Vier Häuser, Teil 9. Da hängt noch etwas dran. Die Häuser stehen unter dem spuckenden Berg. Dann können wir auch nochmal verwittertes Bild 9 anschauen. Ja, okay. Weiß ich auch nicht so recht, was es damit auf sich hat. Vermutlich irgendein Rätsel. So, hier wären wir dann rübergekommen und wenn wir hier die Treppe hochgekommen wären, ja, wären wir in dem Stockwerk gelandet. So die Theorie. Auf den Dächern waren wir schon, dann können wir uns hier nochmal umsehen. So, unsere Fackel ist auch aus. Kleiner roter Stein. Und eine Eisenstange. Ich glaube, mit der Eisenstange haben wir mal angefangen damals. So, geht's da noch nach oben? Nö.
war's. Okay, dann würde ich ganz gerne in das andere Treppenhaus nochmal gehen. Hier am Rand. Und schauen, wohin uns das führt. So, dann kommen wir nämlich hier wieder raus. Und dann müssen wir auch zu den Fahrstühlen wiederum kommen, die uns ja auch nochmal eine Ebene nach unten bringen können. Okay, hier geht es sehr weit nach unten. Hinter der Treppe gucken ist nichts. Gut, gehen wir hier mal lang. Aha. Fackeln nehmen wir wieder mit. So, bevor wir jetzt in den großen Raum gehen, gehen wir hier erstmal einmal weiter. Um auszuschließen, dass nicht von hinten gleich was kommt. Ah ja, hier ist der Fahrstuhl. Der eine. Und hier der andere, der noch ein bisschen weiter nach oben geht. Ich weiß gar nicht, gibt es hier noch eine Zwischenetage? Ich muss noch mal kurz gucken. Ja, gibt es. Aber ich glaube, da waren wir schon. Okay. Es tut mir leid, Sir. Der Doc hat mich aus seinen Laboren verbannt. Und das kurz vor einem entscheidenden Durchbruch. Sobald diese Phase vorbei ist, wird er hoffentlich selbst Bericht erstatten können. Außerdem bitte ich jetzt bereits in seinem Namen um einen genauen Statusbericht der anderen Forschungsstation. Okay, da geht's nach unten. Okay, irgendein großes Konstrukt hier in der Mitte. Früher viele Zivilisten gelebt haben. Hier sollten wir besser wachsam sein. Ja, wir sind die ganze Zeit wachsam. Keine Sorge, du warst. Du gibst uns ja auch Deckung. Lampe. Ja, ich glaube, dann sind wir einmal rum. Dann gehen wir mal hinten die Treppe hoch. Eine Truhe. Das war wohl nichts. Okay. So, dann machen wir das so. Das war was. Zu einfach. Amulette des Schutzes. Und ein paar weitere Sachen. So, wir nehmen die Fackel wieder mit. Elektroschrott spinnt. Ja, und da sieht man mal, wie dunkel das hier eigentlich ist. Okay, Leute, ich würde sagen, wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Dann werden wir uns weiterhin hier umschauen und ja, das Geheimnis hier um dieses runde Teil mal lüften. Ich würde mich freuen, wenn ihr dann wieder einschaltet und wieder mit dabei seid. Also bis dahin.